So Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema AGR-Problematik beim Diesel. Habe ich auch oft Nachrichten dazu bekommen, ja, dass viele Probleme im AGR haben und wie ich das handhabe und so weiter und so fort. Und zwar Freunde, ich bin kein Technikgenie, ich kenne mich damit null aus, 0,0. Ich bin weder Kfz-Techniker noch sonst was, aber ich kann mal so viel dazu erzählen bezüglich AGR. Und zwar, Freunde, ihr müsst einfach darauf achten, für die Leute, die Probleme damit haben. Dieses AGR-Teil, wie nennt man, Ansaugbrücke und so weiter, das verstopft irgendwann und das macht dann Faxen und Probleme. Gut, irgendwann habt ihr dann keine Leistung und so weiter. Es hat tausend, wie sagt man, Folgeschäden und so weiter, Gründe, wie man das auch immer nennt. Deshalb müsst ihr euch auf jeden Fall darum kümmern. Was heißt sich darum kümmern? Ihr müsst schauen, dass der Wagen, wenn ihr einen Diesel habt, logischerweise regelmäßig Langstrecke fährt. Ja, das heißt nicht, dass ihr den Wagen nicht Kurzstrecke fahren könnt. Doch, ich fahre meinen auch Kurzstrecke. So, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, na, ich fahre nur Langstrecke, Bruder, und nur 100 Kilometer jedes Mal, wenn ich ihn anmache und so. Der sieht nie Kurzstrecke. Blödsinn. Ich fahre meinen auch Kurzstrecke. Ich fahre meinen auch in der Stadt. Ich mache ihn nur manchmal an und ich mache ihn manchmal kalt an und fahre ihn nur 3 Kilometer und mache ihn wieder aus und dann steht er wieder. So, ist nichts Schlimmes. So, dafür wurden diese Autos gebaut. Wer will mir erzählen, dass ein Auto nur Langstrecke fahren soll? Das ist Blödsinn und Auto geht kaputt. Blödsinn. Junge, wer mir das erzählen will, ist mir egal, ob ich kein Kfzler bin oder nicht, das ist Blödsinn, was ihr redet. Ihr könnt mir erzählen, dass die Leute bei BMW oder bei jeder anderen Autofirma da hocken und sagen, ja okay, wir bauen jetzt ein Auto und wer damit aber Kurzstrecke mal fährt ab und zu, ja, der Pech, das Auto geht kaputt. Junge, Cap einfach. Einfach Blödsinn, was ihr labert. Deshalb, ja, wie handhabe ich das? Wie gesagt, ich fahre selber auch oft genug Kurzstrecke. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Wagen Langstrecke sieht. So, das ist beim Diesel sehr wichtig. Vor allem eben, jetzt sagen wir so in der Neuzeit quasi, wo es eben Thema DPF gibt und so weiter, Thema AGR und so weiter, das war ja früher eigentlich gar kein Thema. Das gibt es ja erst seit jetzt. Junge, der ballert hier mit seinem fetten Diesel. Also ein fetter Diesel ist es nicht, das ist ein kleiner, deshalb ist es auch so laut. Und ja, Freunde, das war ja früher alles noch gar kein Thema. Deshalb ist es heute eben bei den Dieseln so wichtig, dass wenn ihr quasi einen Diesel habt, gut, und einen fahrt, dann ist es auch wichtig, dass ihr ab und zu mal ein bisschen längere Strecken fahrt. Ist ja auch logisch, weil der DPF muss regenerieren, so, sonst verstopft er. Und was wollt ihr da machen? Wisst ihr, wie ich meine? Da gibt es halt nicht viel Wege und Lösungen. Dann verstopft ihr euch irgendwann und dann habt ihr da auch eure Probleme. Und ja, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt eben das Problem. Und darum müsst ihr euch... Junge, jetzt Kiwara hält an oder was? Wollen die mich jetzt anhalten? Achso, nein, der hat mir irgendwas weg. Okay, gut, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil, ja, wie gesagt, sonst habt ihr eben die ganzen Probleme kommen mit den übertriebenen Kurzstrecken. Wisst ihr, was ich meine? So, Junge, warum kauft ihr euch einen 3 Liter Diesel? Und ich küsse doch euer Herz, wisst ihr, das sind meistens eh so Kanaken wie ich. Die kaufen sich einen 3 Liter Diesel und fahren damit eh nur in der Stadt herum und in 30er-Zonen und was weiß ich was. Ich küsse doch euer Herz, wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig an all die Kanaken draußen. Jungs, wenn ihr euch einen Diesel kaufen wollt, ihr macht nichts falsch, vertraut's mir. So. 3 Liter Diesel ist stabil, 2 Liter ist auch stabil, ist doch scheißegal, was ihr kauft, Mann. Wir wollen ja hier nicht auf dicke Eier machen oder Schwanzvergleich, so. Wen interessiert das Ganze? Ich will euch ja wichtige Tipps geben, quasi, dass ihr keinen Fehlkauf macht. Also, wenn ihr euch quasi einen Diesel kauft, dann kauft ihr euch auch wirklich nur, wenn ihr wisst, ihr fährt auch mal längere Strecken und auch mal Autobahn, Landstraße und so weiter. Wenn ihr wisst, okay, ich fahre jetzt wirklich nur in der Stadt herum und ich wohne in der Großstadt und ich fahre nie Autobahn, weil ich habe weder Verwandte, weshalb ich weit fahren muss, oder ich fahre auch nie in Urlaub oft, wisst ihr, was ich meine? Dann holt euch wirklich keinen Diesel, weil ihr werdet nur Kopfschmerzen haben, Mann. Ihr werdet wirklich nur Kopfschmerzen haben, weil früher oder später wird er euch abkacken. DPF wird voll sein, weil er nicht regeneriert eben. AGR wird voll sein, die Ansaugbrücke wird voll sein, wird komplett verrußt sein und so weiter. Ihr werdet einfach nur Probleme haben. Ein Diesel braucht grundsätzlich Langstrecke, das stimmt schon. Wie gesagt, ab und zu, Kurzstrecke kann man auch mal fahren, habe ich euch eh schon erzählt, mache ich genauso. Aber wichtig ist auch, dass man ihm ab und zu auch mal seine Autobahn gibt, seine Langstrecke. Und dann macht er auch brav seinen Job, wie bei mir. Ich fahre den Wagen jetzt auch schon seit bald 3 Jahren. Habe kaum Probleme, auch wenn ich ihn oft Kurzstrecke fahre. Aber ich habe auch oft Zeiten und Momente auch eben, wo ich Autobahn fahre, Langstrecken fahre und ihn auch mal trete und so weiter. Und wo er dann auch kriegt, was er will. Junge, was will so ein 3 Liter Diesel? So ein 3 Liter Diesel sagt er eigentlich, schmeiß mich an, mach den Motor an und lass mich 20.000 Kilometer fahren. Junge, der fährt mir bis nach Afrika, der fährt mir bis in den Iran, der fährt mir bis in die Türkei, keine Ahnung wohin, in 2 Sekunden. Und macht das sogar gerne, wisst ihr, wie ich meine? Dafür ist dieser Motor gebaut. Einfach anmachen und, Junge, rennen, 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 Kilometer runter machen. Dafür sind diese Motoren eigentlich gemacht. Ist ja logisch.
und ja, verbrauchsarm und so weiter. Deshalb AGA-Problematik, so viel zu dem Thema. Aber für diejenigen, die jetzt schon das Problem haben und die jetzt schon davor stehen, so, dann wisst ihr jetzt auch schon Bescheid. Und zwar, was sind denn so typische Symptome, wenn ihr merkt, okay, AGR macht Faxen und so weiter. Wenn die Ansaugbrücke verrußt ist, kommt früher oder später irgendwann die Motorlampe. Ihr habt Leistungsverlust, DPF regeneriert nicht. Auf jeden Fall auch bringt es extrem viele Folgeschäden mit sich. Also wenn ihr seht, okay, AGR ist das Problem, wenn ihr den Fehlersprecher auslässt, steht das eigentlich eh immer drinnen. Dann kümmert euch auf jeden Fall darum, lasst die Ansaugbrücke ordentlich reinigen und eventuell AGR auch gleich deaktivieren so. Das haut sich eh jeder Zweite eigentlich raus, das braucht eh kein Mensch. Aber ja, kümmert euch dann auf jeden Fall darum, wenn das Problem da ist. Und denkt euch nicht, ja, egal, weil wie gesagt, es bringt sehr viele Folgeschäden mit sich. Und ja, bei BMW ist speziell, da kann ich ja natürlich am besten reden, logischerweise, weil ich ja selber einen habe und das Problem ja auch hatte. Das macht sich übrigens auch bemerkbar durch Drehzahlschwankungen im Leerlauf beim Kaltstart. Als ich das Problem hatte, habe ich den Wagen gestartet. Als ich ihn angemacht habe, egal ob Winter oder Sommer, im Kaltstart in der Früh, hat er immer ein bisschen geruckelt im Drehzahlbereich. Wie quasi bei Benzinern, wenn er nicht auf allen Zylindern läuft oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So. Hat er ein bisschen geruckelt und dann habe ich dann gemerkt, okay, Junge, irgendwas stimmt da nicht. Dann, wenn ich gefahren bin, auch im dritten Gang oder so, wenn man mal ein bisschen Gas gegeben hat, einfach normal beschleunigt, hat sich auch ein bisschen kurz verschluckt, hat sich so angefühlt. Und ja, da habe ich ihn dann ausgelesen und dann war eh klar, hat mir jeder gesagt, ja, typisch AGR. Das ist das Problem, Ansaugbrücke ist sicher dicht, also komplett verrußt. Und ja, das war eben auch der Fall. Ich habe die auch dann komplett reinigen lassen. Und seitdem gar keine Probleme, Gott sei Dank. Der Wagen rennt so gut wie nie zuvor gefühlt und macht gar keine Probleme. Deshalb, wenn ihr das Problem habt, Freunde, kümmert euch darum. Und wenn ihr euch dann darum gekümmert habt, seid nicht so blöd und verursacht das Problem wieder, weil es wird sonst irgendwann wieder kommen. So, sondern schaut auch wirklich, dass ihr ab und zu eure Autobahnfahrt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, Freunde. Ansonsten, Freunde, aber wenn ihr eh wisst, ihr fahrt hier keine Langstrecke und so weiter, dann schaut euch noch den Benziner um. Wenn ihr euch unsicher seid, liest es euch im Forum durch und schaut euch dort um. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mir einfach mal Autoideen schicken, was ihr euch holen wollt. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht auf Twitch live zu gehen und so weiter und mit euch quasi euer Auto zu suchen oder euch Tipps zu geben und euch zu helfen, quasi direkt mit euch im Austausch zu sein. Das würde ich auch irgendwie feiern. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Und ja, sonst natürlich könnt ihr mir auch auf Insta, folgt mir da auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht tut, folgt mir auf Insta und dann könnt ihr mir da auch quasi Links schicken von Autos, die ihr feiert, was ich dazu sage, was ich dazu finde. Natürlich kenne ich mich natürlich nicht bei allen Marken perfekt aus und so weiter, aber so ein bisschen kenne ich mich schon aus. Da könnt ihr mir auf jeden Fall mal schicken. Wenn es interessant ist, vielleicht auch drehe ich auch ein YouTube-Video dazu, wäre vielleicht auch interessant für euch. Wenn es für mehrere interessant ist, wisst ihr, wie ich meine, bevor ich einem einzeln antworte. Auf Insta zum Beispiel kann ich vielleicht gleich ein Video dazu machen, dann haben viel mehr Leute was davon. Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, so viel auf jeden Fall zum Thema AGR und Problematik und so weiter. Wie geht man davor? Ich hoffe, ich konnte euch helfen bei den Fragen. Falls ihr noch Fragen habt, natürlich auch, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut's rein, ciao.